Lilien-TV wird präsentiert von Saturn am Ludwigsplatz 6 in Darmstadt. Die stärkste Technik aller Zeiten, gnadenlos günstig. Der Neujahrsempfang des SV Darmstadt 98 fand in diesem Jahr im Porsche-Zentrum Darmstadt der Autohäuser Wies statt. Gleich zu Anfang bedankte man sich bei seinem stilvollen Gastgeber. Durchs Programm an diesem Abend führte kein geringerer als ZDF-Sportmoderator Wolf-Dieter Poschmann. Wir sind Rheinländer. Und wenn wir es jetzt auch noch schaffen, dass mal einer unserer Spieler, nämlich der Lilien, zu Ihnen im Sportstudio auf die Torbank schießt, dann haben wir alles richtig gemacht. Die rund 250 Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft erlebten einen interessanten Abend. Lilien-Präsident Hans Kessler eröffnete das Programm. Dieses Jahr lautet die Überschrift Sport und soziale Verantwortung. Ein Thema, was mir persönlich besonders am Herzen liegt. Viel zu schnell, finde ich, reduziert man den Sport oder einen Verein auf seine sportliche Tätigkeit. Aber es ist ja sehr, sehr viel mehr als einfach nur in unserem Falle Fußball zu spielen oder Tischtennis zu spielen oder sonst was zu tun. Wir erleben in unseren Vereinen etwas das, was zu Recht immer wieder angemahnt wird, eben aktive Integrationsarbeit, und das tun wir. Ich denke, das hat man auch durch die Aktion des sozialen Engagements gesehen, was wir hier diskutiert haben, dass, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, vielleicht der neue SV Darmstadt 98 sich durchaus als Bestandteil der gesamten Stadt, der gesamten Fußballregion sieht. Und ich denke, dass ein starker SV Darmstadt 98 durchaus auch der Stadt, auch den anderen Vereinen zugute kommt, denn es gibt Talente, die unter Umständen ausgebildet werden, es vielleicht nicht ganz in die vierte oder dritte Liga schaffen, aber den anderen Darmstädter Vereinen zur Verfügung stehen. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist durchaus von Erfolg gekrönt. Das bedeutet, dass insgesamt, glaube ich, man das Ganze mal ein bisschen globaler, also Darmstadt global sehen sollte. Und dann würde ich sagen, wird daraus auch ganz klar eine Erfolgsstory. Neben dem sozialen Engagement des SV 98, wie etwa beim Projekt Meine Abwehr steht, stand vor allem der Sport bei den Gästen im Mittelpunkt, die sodann eine faustdicke Überraschung erlebten. Ich kann heute verkünden, das war auch nicht so abgesprochen, das hat sich so ergeben, das ist manchmal im Fußball so. Wir konnten heute Abend, gerade eben vor ein paar Minuten, hat Michael Schürz seine Zusage gegeben, wir werden nach Darmstadt zusätzlich kommen. Wir haben sie ihn überzeugen können. Ja, ich denke, es hat auch ein bisschen was mit dem Persönlichen zu tun. Die Spieler haben natürlich auch ein Näschen dafür, nicht nur, wie es oft in der Öffentlichkeit dargestellt wird, auch auf diesem Niveau nach dem Geld zu schauen, sondern nach der Perspektive, nach der Entwicklung. Und ich glaube, er hat ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, was Darmstadt 98 angeht. Er hat sehr viele Angebote gehabt. Wir werden das jetzt mal bis Sommer starten und schauen, was sich dann daraus ergeben wird. Wir hoffen uns natürlich, dass die Unterstützung in der Rückrunde, und es sind auch nur 6 Spiele, das sind ja nicht jetzt noch, was weiß ich, x Spiele, sondern nur 6 Spiele, die zählen. Ulm rechne ich jetzt nicht dazu. Hoffen wir uns natürlich, dass wir entsprechende Unterstützung da ist. Ja. Und der Weg ist das Ziel für uns momentan. Wir gucken nicht ganz nach oben. Wir wissen auch, dass hinter uns Mannschaften da sind, die den Anspruch auch haben, irgendwann mal in der Regionalliga zu spielen und auch angreifen werden. Wir werden versuchen, unser Maximales zu erreichen. Und ich kann nicht versprechen, oder die Mannschaft kann es auch nicht versprechen, ob es am Ende zu ganz nach oben reicht, ob wir unsere Position bestätigen oder ob wir eventuell auch vielleicht ein paar Plätze abrutschen. Aber wir werden versuchen, natürlich die positive Entwicklung auch weiter fortzuführen. Im Porsche an Kassel auf der Überholspur vorbei. Warum nicht, findet auch Lilien-Urgestein Eckhard Krautzun. Wenn nicht jetzt, wann dann? Man muss diese Gelegenheit, meine ich, am Schopf ergreifen, denn so leicht wird das nicht mehr. Ein solches ambitioniertes Ziel hilft, alle an einem Strang ziehen. Und insofern finde ich es sehr gut, was sich die Lilien vorgenommen haben. Ich wünsche ihnen sehr viel Glück dabei. Aber ganz klar, das ist der Spitzensport. Und das ist nur ein Teil. Und die ganzen anderen Bereiche, Breitensport, soziales Engagement, das ist einfach ein sehr guter Fit, passt sehr gut zur Software-G. Und ich muss sagen, seit wir dieses Engagement auch haben, ist es auch so, dass unsere Mitarbeiter hier im Standort Darmstadt, das ist ja, wo wir herkommen, wo wir verwurzelt sind, auch sehr, sehr motiviert sind und auch sehr froh sind zu sehen, wie dieser Verein sich stabilisiert hat, finanziell und sportlich, und es nun auch bergauf geht. Ja, Herr Poschmann, ich glaube, wir passen gut zusammen.
Die RSE bzw. ihre Ökostrommarke Entega liefert regenerative Energie. Und Darmstadt 98 braucht regenerative Energie, um in die dritte Liga aufzusteigen. Insofern ist das ein wunderbares Gespann. Außerdem tun wir das schon seit einem Vierteljahrhundert, dass wir den örtlichen Verein unterstützen, der ja eine große Tradition hat. Ein weiteres Thema an diesem Abend, das Stadion am Böllenfalltor. Es fristet ein nicht mehr zeitgemäßes Dasein. Doch was tun mit der maroden städtischen Immobilie? Hier präsentiert sich nicht ein Präsident, der eh schon in einer angespannten Haushaltslage ein neues Stadion möchte. Nein, das werden Sie von mir nicht hören. Was ich aber an dieser Stelle in aller Klarheit anmahne, ist ein intelligentes Konzept. Ein intelligentes Konzept. Und den Haushalt, der ja ohnehin schon bis zum Überlaufen gespannt ist, den jetzt auch noch mit einem Neubau zu belasten oder mit einer größeren Renovierung und wir auf der anderen Seite dafür Kindertagesstätten schließen müssten oder anderen Vereinen ihre Zuschüsse streichen, das kann doch nicht die Übung sein. Die Lösung, eine intelligente Lösung, ist das andere. Sich zu überlegen, was können wir tun, können wir doch auch zum Beispiel über eine geschickte Projektentwicklung. Ein kleines Hotel hinholen, eine Einkaufsmeile oder eine kleinere Gastronomiemeile. Das heißt, ein Projekt aufzubauen, wo sie letztlich, was sie selber trägt und nicht darauf angewiesen ist, dass doch ein Verein eben Fußball spielt, das nur alle 14 Tage. Das ist das, was ich anmahne. Und das ist auch mein persönlicher Wunsch an die Politik dieser Stadt. Ich meine, man muss genau schauen, was adäquat ist, was entsprechend ist, wie die finanziellen Mittel dazu aussehen. Also unstrittig ist, dass das Stadion baulich und technisch in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist. Und das Ganze wird ja immer schlechter und ich habe vorhin gesagt und wiederhole das, ich denke, das ist nicht mehr passend zu einer Stadt wie Darmstadt im Grunde genommen, die ja in vielen Teilen auch in der ersten Liga mitspielt. Ich denke, da brauchen wir ein adäquates Stadion, was auch wirklich ein Angebot ist für die Menschen und sportlich auch eine Plattform bietet. Das Gesagte erzeugte natürlich Aufbruchstimmung und richtig gute Laune bei den Gästen. Wie gefällt es Ihnen hier? Da ist eine schöne Atmosphäre und was mir noch viel besser gefällt, eine sehr gute Stimmung im Moment. Es hat Spaß gemacht. Man hat heute auch wieder gesehen, Darmstadt 98 ist angekommen in Darmstadt, bei den Menschen angekommen, bei unseren Werbepartnern angekommen. Und das ist gut zu spüren, gut zu fühlen. Es entsteht etwas im Moment. Frank Ossmann von G&G Event Marketing, Mr. Schlossgrabenfest sozusagen. Wie hat es dir denn hier heute Abend gefallen? Wunderschön, wunderschön. Besonders gut fand ich die Erklärung im Nachhaltigkeitsbereich, Jugendförderung, soziales Engagement des Vereins in der Stadt Darmstadt. Also wunderbar. Willi Kiefer von der ERD, dem städtischen Betrieb hier in Darmstadt. Wie hat es Ihnen denn gefallen heute Abend hier? Es war ein sehr informativer, interessanter Abend mit sehr interessanten Gästen aus Fernsehen, Politik und sehr informativ auch für die Zukunft von dem SV 98 Darmstadt, auch von der Sponsoring her, auch in einem sehr schönen Ambiente hier im Porsche-Zentrum in Darmstadt. Dritte Liga ist ja so das Thema, das hier so rumgegeistert ist heute Abend. Inwiefern geistert es denn in der Mannschaft rum? Natürlich träumen wir auch so ein bisschen davon, dass wir es vielleicht doch richtig schaffen können, aufzusteigen. Der Druck ist nicht hier bei uns, sondern der Druck ist eigentlich in Kassel, bei den Nordhessen. Und wir wollen so lang den Atem, die Kassler spüren lassen im Nacken. Und von daher machen wir unsere Hausaufgaben und versuchen, die so lange wie möglich zu ärgern. Sascha, du hast lange Zeit vorher in Wien gespielt, bist ein erfolgreicher Fußballer. Glaubst du aber grundsätzlich, dass sowas hier auch möglich wäre, wie es in Wien passiert ist oder wie es in Hoffenheim passiert ist? Also ich glaube, Hoffenheim ist, glaube ich, eine Nummer zu groß. Aber parallel zum SVW in Wiesbaden kann man schon sehen, eine intakte Mannschaft mit einem sehr hohen Teamgeist. Und wenn das nötige Glück noch dazu kommt, was wir uns auch natürlich hart erarbeiten müssen, dann können wir schon einen großen Kurs schaffen. Und ich denke mal, heute Abend hier mit Porsche ist natürlich eine passende Location. Ich denke mal, nicht nur mit dem Porsche, sondern auch wir Lilien sind im Moment auch auf der Überholspur und hoffen wir, dass wir auch am Ende die Kasse dann auch überholen und vielleicht dann im Porsche machen können. Und von daher passt es heute wie die Faust aufs Auge.
Lilien-TV wird präsentiert von Saturn am Ludwigsplatz 6 in Darmstadt. Die stärkste Technik aller Zeiten. Gnadenlos günstig.